Sie gilt als eine der größten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Montserrat Caballé ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Mit ihrer herausragenden Stimme und ihrer warmherzigen Ausstrahlung hat sie nicht nur die Herzen des Opernpublikums erobert. Mit Freddie Mercury und der Olympiahymne Barcelona sorgte sie auch abseits der Bühne für Furore. Am Donnerstag feiert die katalanische Diva ihren 85. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich mit dem nun folgenden Porträt der großen Künstlerin. Ein Weltstar in Wien. Die spanische Sopranistin Montserrat Caballé begeistert seit den 50er Jahren das Wiener Publikum. Ob Konzert oder Oper, die Caballé freut sich immer auf ihre Besuche in der Stadt. Es ist immer ein gutes und schönes Gefühl. Es ist die Oper der Welt. Es ist das Herz Europa. Ich war sehr jung, wenn ich hier debütiert habe, 1959, mit der Elvira aus Don Giovanni. Und diese 35 verschiedene Opern, die ich hier gesungen habe. Es ist eine lange Periode, eine lange History und so viele verschiedene Opern und Rollen. Also es ist wirklich, sagen wir, mein musikalisches Haus. Die Staatsoper ist ihr zur musikalischen Heimat geworden. Der humorvolle Charakter von Montserrat Caballé forderte oft komische Szenen heraus. Auch wenn ich die Salome gesungen habe später und Hans Hotter war die Johanna Hahn und ich konnte ihn von Namen, und aber ich habe ihn nie gesehen. So plötzlich kommt er aus der Zisterne heraus und da kommt ein Kopf, da kommt. Und ich habe geguckt, das war kein Ende, der Mann war so toll. Das war auch eine Überraschung für mich. Ne? Ich liebe Strauss über alles. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil meine Lehrerin auch sehr viel Strauss liebte. Ja? Sie hat mir alle Strauss-Lieder gelernt, also und studiert. Und meine erste Rolle war Arabella von Strauss. Und mit denen habe ich in Barcelona debütiert, Jahre nachher. Und ich habe gewartet einige Jahre für Rosenkavalier, aber die Ariane auf Naxos, die Chrysothemis in Elektra. Woo!
Strauss ist, es ist wie ein Ozean auf Musik, mit die ganze seine Ruhe und seine dramatischen Momente. Ne? Ich habe die ganze Jahre Strauss gesungen mit den New York Philharmonic und so wie Meta. Wir haben alles gemacht für Strauss. Mit Joran Bernstein, die ganzen Lieder von Strauss mit Orchester und den Schlussgesang von Salome. Die Salome aufgenommen. Und ich meine, die Salome habe ich mehr als 1000 Mal gesungen. Meine ganze 50 Jahre Karriere. Und das freut mich auch. Für mich war den Don Giovanni mit Everard Wächter ein Erlebnis zu singen. Das war Claire Watson war die Donna Anna und Lisa Otto und Eric Kunz. Also es war für mich wie ein Traum, nicht? Mit denen singen zu können. Sehr schön war auch das Don Carlo Premiere mit Giacomo Aragall. Und das Giacomo, im zweiten Akt, glaube ich, war es, sagte, ich kann nicht mehr, ich singe nicht mehr. Ich sage, wieso, du hast gar nicht mehr zu singen, jetzt singe Bariton. Die Rolle der Norma in Vincenzo Bellinis Oper gehörte zu den glanzvollsten Partien der Cavalier. Bei der Wiener Produktion waren die Kostüme für die Sängerin allerdings eine besondere Herausforderung. Ich glaube, war Fagioni, ich nehme es an. Und er hat die ganze Bühne voll auf Feder gemacht. Diese Feder, ich war eine Feder wie ein Vogel, Feder überall. Und diese Feder fällen raus, wissen Sie, und wenn du atmest und so, die Feder waren überall. Das war ein bisschen komisch. Aber es war natürlich eine sehr sensationelle Produktion. Vor allem Maestro Muti war fantastisch, wie er das dirigiert hat. Und es ist einer der Dirigenten, einer meiner Lieblingsdirigenten, ja. Auch Abbado. Kann man nicht Abbado lassen. Abbado hat mir der Viaggio a Reims hier in Wien einmalig dirigiert. Der Sopranistin war die Rolle der Madama Cortese in der Reise nach Reims wie auf den Leib geschrieben. Das war so eine komische Rolle. Und das musste der Regisseur Ronconi wollte auch, dass so ist. Am Anfang, ich habe ein bisschen mir ein bisschen komische Gefühle gehabt. Aber da war Raimondi. Und Raimondi ist ja so humorvoll und sagte, nein, wir werden uns amüsieren, wirst du sehen, wie wir das alles machen. Es ist so geschrieben und wir haben es nur über den Dirigenten gefolgt. Nicht, was er. Aber trotzdem war es so geschrieben bei Rossini. Ja.
jede Vorstellung war etwas Neues. Es war eine der amüsanten Vorstellungen, die ich ever sang. Ich habe das Glück gehabt, mit guten Leuten zu singen, mit wunderbaren Dirigenten, weil das ist ja ein Malek, nicht so wie Mette war, ein Malek, Bado, Mutti, Carlos Kleiber, was kann ich Ihnen sagen, Giolini, Bernstein, ich habe mit den Besten gesungen. Und das ist auch eine Freude und ein Glück, das zu haben. Als Partner, Placido Domingo war mein erster Partner als Tenor. Wir haben uns immer sehr gut verstanden auf der Bühne. Wir brauchen uns nicht zu erzählen, eben bei dem Atem, eben bei den Gefühlen. Er war immer dabei in seinem Personage und ich auch. Und dann ist einfach. Ich habe sehr oft mit Pavarotti gesungen. Und mit ihm ist immer das Gefühl, dass du mir ein wie mit jemandem, das dich protegt, wie ein bisschen vaterlich ist und auf dich aufpasst und so weiter. Ja. Und mit Carreras war eine Freude, weil ich habe ihn mit mir gebracht in viele Bühnen und er hat so einen Erfolg, ein bisschen wie ein kleiner Bruder oder Sohn. Neben den Bühnen und Konzertpodien hat die Caballé in Wien viele Lieblingsplätze. Es ist wichtig für sie, die verschiedenen Stimmungen der Stadt in sich aufzunehmen. Für mich, durch die Straßen zu gehen, ist genug. Und du findest immer gute Atmosphäre. Atmosphäre auf. Warum nicht? Musikalische Leute auch. Aber auch wenn nicht musikalische. Das ist alles artistisch. Es ist alles so in einer Manier, dass du findest nicht in anderen Ländern. Und weil auch die Tochter Sopranistin ist, geben die beiden gerne gemeinsame Konzerte. Mit ihren Auftritten in Fernsehshows begeistert die Sopranistin viele Menschen, die sonst nicht zu den klassischen Opernbesuchern gehören. Das Teatro del Liceo in Barcelona, der Heimatstadt der Caballé, bildete den Rahmen für ein Konzert, das sie 2012 anlässlich ihres 50. Bühnenjubiläums gab. Oh,
Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Opernstar seinen Geburtstag auf der Bühne feiert. Nach der Vorstellung der Regimentstochter gratulierten Kollegen und Publikum zum 75er. Wenn das Orchester für einen Künstler Happy Birthday spielt, fühlt man, dass sie einen mögen. Nicht nur das Publikum liebt dich, sondern auch deine Kollegen. Schon bei den Proben erregte die bescheidene und freundliche Haltung der Kabarett die Sympathien aller auf und hinter der Bühne. Auch wenn sie in späteren Jahren kleinere Rollen wie die der Madame Krakentorp in Donizettis Regimentstochter sang, war sie stets um Perfektion bemüht. Montserrat Caballé war und ist Sinnbild für eine professionelle und disziplinierte Sängerin, bei der die Menschlichkeit zu den größten Tugenden zählt. Okay, one more time. Ich kenne Frau Caballé schon seit einiger Zeit. Mit ihr aufzutreten ist ein Traum, besonders für mich als Spanier. For any singer, me that I come from Spain as well, it's kind of a dream come true, sure. Mit ihrem sprichwörtlichen Humor bewältigt sie auch die Masken- und Kostümproben. Regisseur Laurent Pays bewundert das üppige Kostüm. Super, très bien. Voilà. Génial. Et vous, ça vous plaît? Oui, c'est très confortable. Bon, très bien. Die Belohnung für alle Mühen ist dann aber doch der Auftrittsapplaus in der Vorstellung. Für die Caballé wurde eine zusätzliche Arie gesucht und gefunden. Zu Probenbeginn hegte die Diva jedoch Zweifel über die Richtigkeit dieses Eingriffes. Es ist eine sprechende Rolle, es ist keine Gesangsrolle. Nur, man hat mir gebeten von der Direktion, eine Arie dazu zu bringen. Man hat mir erzählt, wie groß war Ljuba Belic, wenn sie das gemacht hat und so weiter. Und ich habe gedacht, wenn Ljuba Belic das gemacht hat, kann ich auch ganz sicher auch machen. Ne? Humor habe ich, das ja. Metro. Jetzt ist genug. Genug. Dann hat man mir gesagt, etwas lustig, wie sie in Berlin gemacht haben mit dem Orchester, diese Schätzli. Und ich habe gedacht, ich mache es auch mit Klavier. Nein, aber mit dem Orchester, wie die Hannover Symphonie sie aufgenommen haben auch. Ich sage, na ja, machen wir, machen wir. Weil der Text ist ein Text, das zusammenhängt mit der Oper. Wir sagen einfach ab. Ich bin gewöhnt, abzusagen. Wollen Sie ab? Und ich habe gesagt, na ja, dann mache ich das, weil es ist sehr humorvoll und es ist auch ein bisschen ironisch und satirisch. Das soll es auch sein, von meinem Part zu die Marquise. Ne? Wir sind alle verrückt. Es ist ganz neu, das habe ich bemerkt. Für manche Leute ist ganz neu. Die haben es das nie gehört. Machen wir noch einmal. Balle. Ja? Balle. 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 Okay, noch einmal. Hold me now.
pipap, on vous regarde. Bon, alors, ça vient? Oui, alors, venez, on vous attend. Maintenant, je m'irai. Jolie, jolie. Ce contrat, donnez, je suis prête. Wenn ich an Montserrat Caballé denke, habe ich eine fantastische Erinnerung. Das ist eine Live-Aufnahme und sie singt das Wiegenlied von Richard Strauss und noch dazu D'amor sulla li rose von Trovatore. Und für mich, dieses ist das Schönste, also der schönste Gesang, das ich je gehört habe. Zwischen den Proben und Vorstellungen erholt sich Montserrat Caballé am liebsten im Kaffeehaus, bei einem Stück ihrer Lieblingstorte. Aber sie hat nicht nur kulinarische Leidenschaften. Die Sängerin hält sich durch ausgiebige Spaziergänge und sogar durch Training auf einem Laufband fit. Denkt sie bei so viel Aktivität und einem anstrengenden Sängerleben niemals ans Aufhören? Ich? Was muss ich machen? Sitzen und warten auf den Tod? C'est une chanson de votre temps de jeunesse en Suisse. C'est une Schweizer Volkssong. Schätzeli. Er ist Schweizer, aus Bern. Maestro, s'il vous plaît, vous pouvez me donner l'entrée, autrement je me sens perdu là-dedans. Ich habe so eine Freude auf der Bühne. Entweder ist in Opern oder in Konzert oder in Liederabend. Es ist immer wunderbar. Jetzt tanzen wir. La chanson est finie.